Hallo Dennis. Dresden, Kassel und Kaufbeuren sind eure nächsten Gegner. Wie schätzt du deren Spielstärke ein? Ja, alles drei gute Mannschaften. In der Tabelle sind alle um uns herum, Dresden knapp hinter uns, die anderen beiden knapp vor uns. Also sind es offensichtlich gute Mannschaften und schwere Spiele, die bevorstehen. Wie schätzt du es ein? Wird es für euch einfach? Irgendeiner, den du favorisierst? Ich meine, gegen Kassel ist immer schwer, ist ein Derby, aber ist auch eine Motivation in der Hinsicht. Kaufbeuren ist defensiv sehr gut und ich meine, Dresden ist jetzt auch wieder besser in letzter Zeit. Deswegen, man weiß es nie, Spiel zu Spiel ist anders. Man kann jetzt nicht sagen, wer besser oder schlechter ist in dem Spiel gegen uns. Ja, jetzt sind es auch drei Spiele, die schnell hintereinander kommen. Wie gehst du mit der Belastung um? Ja, man gewöhnt sich dran. Also ist jetzt nicht das erste Mal, dass drei Spiele hintereinander kommen. Und ich meine, falls wir oder wenn wir in die Playoffs kommen, dann steht uns das ja auch bevor. Verändert sich dann irgendwas an deinem Rhythmus? Nicht wirklich, nee. Bleibt alles genauso. So viel zum aktuellen Geschehen. Du hast angefangen in Herford Eishockey zu spielen. Verfolgst du noch das Hockey an deinen Wurzeln quasi? Ja, ab und zu, wenn ich mit irgendjemandem von zu Hause mal spreche, frage ich natürlich, wie es läuft und so. Aber da geht es auch immer rauf und runter, deswegen kann man das nicht so gut mitverfolgen. Okay, wie bist du zum Eishockey gekommen? Bei deiner Statur wird man ja auch Basketball oder irgendeine andere Sportart vermuten können. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Ich schätze mal, mein Vater hat mich mal auf die Schlittschuhe gestellt und dann hat es mir gefallen. Und seitdem spiele ich Eishockey. Wirklich daran erinnern kann ich mich nicht. Also. Regelmäßiges Training bist du gewohnt, das gehört zu deinem Alltag. Gibt es auch eine Trainingseinheit, die du gar nicht leiden kannst? Na, ich muss sagen, der Petri, der gestaltet das Training echt gut. Also ich würde jetzt nichts finden, woran ich meckern könnte. Deswegen, nee, es gibt keine Einheit, die mir nicht gefällt. Okay, nach dem Training geht es dann unter die Dusche. Eher kalt oder warm Duscher? Heiß, ja, würde ich sagen. Du bist jetzt wieder einige Zeit zurück in der Wetterau. War das die richtige Entscheidung? Ja, absolut. Seitdem ich hier bin, geht es mir gut. Die Mannschaft ist top, Fans sind wie immer top. Es gibt nichts zu meckern. Was macht aus deiner Sicht den EC Bad Nauheim aus? Ja, Zusammenhalt, auch zwischen Fans und dem Club. Und ich weiß nicht, einfach diese Atmosphäre, wenn man hier in dem Stadion ist, ist immer was Besonderes eigentlich. Okay, dann Dankeschön, dir viel Erfolg in den nächsten Spielen und wir sehen uns dann alle im CKS morgen gegen Dresden.